Hey alle zusammen, willkommen bei Sea of Thieves. Endlich ist es da. Und ja, wunderbar, schönes Spiel. Ich habe nur ein bisschen angezockt, also nichts Besonderes. Und wir fangen hier an in der Taverne. Und gleich mal als erstes werde ich hier mal den Marcel vorstellen. Hallo Marcel, wo ist er denn überhaupt? Ach, da. Ui. Ui, da ist er wieder am Bechern, das war ja klar. Das war so klar. Okay. So, also am Anfang haben wir erstmal die Möglichkeit, hier uns die, den Piratenkodex anzugucken. Das werden wir jetzt auch mal tun. Was haben wir denn da? Okay, einmal lesen. Okay, erstens, die See ruft uns alle. Das ist okay. So, die See vereint uns zu einer großen Community. Okay. Drittens, Konflikte werden auf hoher See beigelegt. Nicht beglichen, beigelegt. Alle Crewmitglieder sind ebenbürtig. Naja, kommt drauf an. Ich muss natürlich auch den Marcel erstmal unterwerfen. So geht das natürlich nicht. So, was haben wir denn da? 5. Der Bund zwischen der Crew ist heilig. Ja, das ist richtig. Okay, das passt. Respektiert eure neue Piraten und die Reise, die vor ihnen liegt. Okay, machen wir auch. Betrüger sollen eine gerechte Strafe finden. Ja, da bin ich auch dafür. Über die Planke. Kiel holen! Genau. Ich stimme den Kodex zu. Ja, definitiv. Sonst wären wir ja gar nicht hier. Jo, die Taverne sieht schon mal cool aus. Auf jeden Fall. Mal gucken, was die Olle da hat. Hallo. Beste, was es überhaupt gibt. Tag, Dickerchen. Oh. Tanja. Grog? Oh, da sprechen wir mit dir. Krug auffüllen. Oh ja, da fangen wir mit an. Hallo? Yes? Könnten wir jetzt mal den Krug auffüllen? Who's next? Ja, die ist aufgefüllt. Du musst ihn nur in die Hand nehmen. U und F. Da siehst du den Becher. Ach ja, Mensch, ja. In der Hektik ganz vergessen, da war doch was. Becher noch nicht. Mehr. Jawohl. Also Q gedrückt halten, F drücken, da haben wir den Krug. Jo. Juhu. Klappt ja. So, jetzt bitte den Krug füllen. Ist gefüllt. Ist mein Krug wirklich gefüllt? Ja, sieht so aus. Ja. Hier können wir nämlich ganz tolle Sachen machen. Saufen bis zum Umfallen. Ey. Boah. Also wirklich. Also echt. Ui. Oh, ho, ho. Ich fange schon an zu schwanken. Das passiert ganz alleine. Ich bin das nicht. Ja, schön. Weiter. So, komm, Tanja, los. Ist gar nicht so schwierig, gar nicht so leicht. Alter Schwede. Komm schon. Junge. Nichts ganz ab. Was? Nichts ganz da ab. Alter Schwede. Das kann man gar nicht ausgleichen hier. Komm schon. Boah, okay, reicht. Dann lassen wir das. Okay. Hat gereicht. Hat gereicht, alles klar. Hab's hinter mir. Hey, komm hier, komm. Na, los. Hey. Na, das ist ja ein toller Start. Ich hab gesagt, trink nicht so viel. Das waren 2 Krüge, mein Gott. Boah, die ganze Taverne ist voll. Ich seh das schon. Oh, ich krieg dich noch. Warte, ich krieg dich. Ich krieg dich. Geh weg. So, jetzt. Okay. Oh ja, aufpassen, wo man langläuft. Mhm. Alles vollgereiert. Sag mal, wann hört das wieder auf? Das gibt's doch gar nicht, ey. Wow. Na, zum Glück habe ich die... den Kodex vorher vorgelesen. Wow. Na, meine Hübsche. Na. Ja, mit der Dame müssen wir reden. Das ist schön.
Wenn ich schaffe. Go on, surprise. Jetzt. Die hat scheinbar irgendeine Aufgabe für uns. Ja, ich denke ich auch. Ja, wollen wir mal schauen hier. Hey Pirat, auf der Suche nach vergrabenen Schätzen beim Golden Sense Outpost. Entschuldigung. Würde ich es lieber nicht versuchen. Alles klar, okay. Was wollen wir denn mal fragen? Larinas Angebot durchstöbern. Ja, das ist nicht schlecht. Wie war das mit dem vergrabenen Schatz? So, dann haben wir hier noch. Was ist mit dem Golden Sense Outpost? Und Abenteuer beginnen. Ich bin bereit. Ach komm. Ja, wir machen. Erst lesen. Och man. Was ist, wenn da so dicke, krasse, böse Gegner sind? Wir null Chance haben. Tja, dann. Ja. Weiß ich noch nicht. Ziemlich aufgeschnitten. Also jo. Gucken wir uns das erstmal an. Also Abenteuer Mementos. Entdecken an Abenteuern. Nochmal. Mein Equip ist daneben, davor. Entdecken an Abenteuer, die an erfolgreichen Piraten vergeben werden. Was ist denn hier los? Meine Brille sitzt nicht richtig. Ich sehe alles verschwommen. Jetzt. Ah. Meine Brille ist sauber. Sauber ist sie. Immer. Aber irgendwas war eben komisch. Ja, sag mir mal genau, was du bei ihr denn andrückst. Momentan drücke ich gar nichts an. Es ist nur eine Sache frei. Und das ist genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Schleierkompass ist noch ein Schloss vor. Und Suche der verschleierten Seelen auch. Jo, dann geht ja nur das. Ich sehe Larinas Angebot. Oh, hier habe ich auch noch was. Also ich sehe ihre Angebote. Ich bin doch da gar nicht. Ach so, jetzt hat das doch. Jo, hab ich doch. Desiderata gegen Dublonen. Exklusive Gegenstände der Schiffsratten. An die Sprachweise muss ich mich noch gewöhnen. Das Matrosengeplänkel sozusagen. Die du mit Dublonen kaufen kannst, okay. So, was haben wir denn hier überhaupt? Sind das... Aschetruhe versteckt Seefahrt. Ach so. Ah. Ist unsere Währung hier, wie es aussieht. Also abgesehen von dem Gold. Und genau die haben wir nicht. Okay. Dann schließen wir das hier mal. Oh, ich stehe wieder normal. Juhu. So, wie war das mit dem vergrabenen Schatz? Dann gucken wir doch mal nach. So, Tanja, es ist ein gängiger Zeitvertreib für Piraten, sich eine Schaufel zu schnappen und Beute zu vergraben, bis die Luft rein ist. Okay. Natürlich wird es viel leichter fallen, alles wiederzufinden, wenn du ein Kartenbündel hast, damit du weißt, wo du gegraben hast. So. Wenn du ein Kartenbündel auf deinem Kapitänstisch platzierst, kannst du gemeinsam mit deiner Crew die zugehörigen Karten studieren. Okay. Ach komm, lies mir das doch selber vor. Verlierst du dein Kartenbündel? Nein, nicht du. Die Olle kann mir das auch einfach erzählen. Was soll denn das hier, dass ich alles lesen muss? Moment nochmal. Verlierst du dein Kartenbündel oder wird es gestohlen? Können andere Crews damit deine Schätze ausspüren, also passt darauf gut auf. Also gut darauf auf. Ja, du lachst, Olle. Hm, ist klar. Ach ja, Tanja heißt die, ne? Ja, Tanja. Nee, Tanja war unsere Barkeeperin. Ach ja. Ernsthaft? Larina. Ach ja, Larina. Das Wort, was du wohl falsch ausgesprochen hast, war Tja und nicht Tanja. Ach so. Ich jetzt? Ja, ist der rum. Mach dir keine Sorgen. Ja, ich glaube auch. Und wenn du die Beute übrigens hast, kannst du deine Karten dem Missionsbrett bei den Docks hinzufügen oder eine neue Karte nehmen, der du folgen willst. Mhm. Ernsthaft. Du erhältst Belohnungen, wenn jemand deinen Vorrat abliefert. Also behalte das Missionsbrett im Hinterkopf, wenn du Schätze zurücklassen. Ja, doch, zurücklassen müsstest.
Adventure calls. Okay. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Bevor wir hier irgendwelche Aufgaben anfangen. Wie bitte? Wir haben dann noch eine andere. Was ist mit dem goldenen Sense Outpost? Achso. Nee, die hat mich gerade rausgeschmissen. Yeah. Ja, du musst doch mal rangehen. Ja, ich muss noch mal rangehen, genau. Mhm. So. Stimmt ja, da war ja noch was. Das kann niemand mit Sicherheit sagen. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht wurde sie angegriffen oder mit einem Fluch belegt. Mhm. Gut. Bislang weiß ich nur, dass die ganze Insel von einem merkwürdigen Nebel umhüllt ist und die Einwohner der Außenposten verschwunden sind. Und der Nebel... Und der Nebel breitet... Ja, fast zusammengeschrieben. Der Nebel breitet sich weiter aus. Oh gut, dann fahren wir fort. Wie ich höre, soll allerdings jemand auf den Weltmeeren aufgetaucht sein, der ganzen Sache auf den Grund gehen will. Sie nennen sich Bälle. Also nicht, naja. Man munkelt, dass sie den Piratenlord während einer seiner aufrührerischen Reden zum Schweigen gebracht hat. Ich glaube, ich mag sie schon jetzt. Aha. Na dann. Bille wird dir sicher helfen, falls du sie finden kannst. Komm zu mir zurück, wenn du bereit für ein neues Abenteuer bist. Mhm. Na dann. Gut, mit Escape rennen wir die Dame. Warte mal. Und dann gucken wir uns hier um. Wir könnten aber auch hier Abenteuer beginnen. Und ich bin bereit, die goldenen Sands zu erkunden. Go wherever the wind carries you. So, das habe ich mal angenommen. Rumor has it that a strange fog has taken over the sands and the traders have gone missing. Also laut einiger Gerüchte, zu spät. I'll fill you in on all you need to know. Okay. Ich sag mal, bei so schnellen Sachen, die ganz schnell durchlaufen, da kann der Zuschauer dann gerne kurz Pause anhalten und selber lesen, genau. Ja. Nee, das aber ist also... Sachen, das können wir machen. Naja, klar. Nee, es sind manche Sachen einfach nur kurzzeitig eingeblendet, also schneller als man lesen kann, ist es wieder weg oder das nächste. Ja, kann man machen, muss man nicht. So, Moment, wo geht's denn hier lang? Ja, lass mal ein bisschen umgucken. Oh... der Piratenbazar. Schön. Wollen wir mal gucken. Nein! Och Mann, warum mache ich sowas? Mein Name ist Eduardo. Ich bin das Gesicht des Piratenbazars. Sei immer gut Freund mit mir und ich kann dir alles besorgen. Aha, alles? Ist das halt eine Wunderlampe? Hä, was ist das hier? Der Hund sieht ja cool aus mit Hut. Und Umhang. Nice. Ich will aber nicht noch eine Aufgabe annehmen. Eduardos Angebot durchstöbern. Nein, das lasse ich jetzt erstmal weg für dieses Mal. Du kannst alles besorgen. Aha. Und wie mache ich das am besten? Was ist der Piratenbazar? Das nehmen wir dieses Mal. Jawohl. Hier bekommst du die allerbesten Gegenstände der Sea of Thieves. Das liegt wohl daran, dass wir die seltensten Dinge aus der Außenwelt besorgen. Schön. Willst du eine atemberaubende Galionsfigur oder Segel aus feinster Seide, bemalt von den besten Künstlern der Welt? Wir besorgen sie dir. Ah. Also hier können wir unser Schiffdesign auch ändern. Schön. Richtig. Jo. So. Wir nehmen aber nur antike Münzen. Aha. Antike? Naja, gut. Du solltest nach den alten Skeletten Ausschau halten, die immer noch ihre Münzen bei sich haben. Ah, okay. Das macht Sinn. Wir sind wieder am Anfang. Okay. Gut. Da brauchen wir jetzt erstmal noch nichts. Wow, es wird schon wieder Abend. Verdammt. Komm, lass uns erstmal aufs Schiff. Ist egal. Wir müssen jetzt keine Aufgabe machen. Da springt den Raum hin. Genau. Juhu.
Lauf, Digga, lauf, lauf. Nein. Haha. Na? Hey, drüben. Bin runtergefallen. Uff. So. Kartentisch benutzen mit F. Okay. Das machen wir. Also anzunehmen ist, dass das hier unser Schiff ist, würde ich sagen. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir einfach mal... Ey, nicht wegmachen. Wollen wir einfach mal auf irgendeine Insel fahren? Ich würde sagen, ja. Oh, die nächstgelegene. Gucken, ob wir was finden. Jo, würde ich auch sagen. Ich habe die mal markiert. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Mit Escape, denke ich. Nein, tue ich nicht. Hm. Oh. Hm? Aber vorher sollten wir hier im Schiff was machen. Ja, warte. Hm. Wie komme ich jetzt hier aus dem Menü raus? Blöd ist denn das gemacht? Escape? Nee, mit Escape bin ich im Menü. Dann drüber F. Ach ja, richtig, F. Ist immer Platz nehmen. Das ist auch eine Idee. So. Oh, mal gucken. So, da war ein Marcel. Na? Na? Mach dich hinfort. Hinfort. So. Moment. Ich sollte vielleicht mal irgendwas anderes in die Hand nehmen. Nein. Eine Uhr. Was haben wir denn? Ach, nehmen wir die Uhr. Ja. Schön. Also wir haben es kurz nach Nulle, so wie es aussieht. Ups. Okay, dann würde ich sagen, lass uns hier mal ein bisschen umgucken hier. Wir könnten ja schlafen, der wird's hell. Ja. Aber hier haben wir noch ein Buch liegen. Ach komm. Uah. Aufbruch des Abenteuers. Okay. Ja, aber erstmal, Mädchen, schnapp dir mal einen Eimer. Erstmal sehen wir zu, dass das Ding hier repariert kriegen. So sieht das nämlich aus. Es ist trotzdem nur Wasser drin. Achso. Wann das leckt? Schnapp dir einen Eimer und schüpp das raus. Selber, sieh zu. Ich muss Licht halten. Ist klar. Warte mal, ich kann das aber auch. Guck. Hä? So, guck, ich kann auch Licht halten. Siehst du? Okay, ich verstehe schon. Jetzt sieht doch keiner. Das Wasser ist wieder da. Super gemacht. Ja. Bring das mal raus. Bring das mal. Jetzt. So. Gut. Und hier haben wir unser Bettchen. Mhm. Aber wo ist das Leck gewesen? Es gab keins. Ja, jetzt war doch aber Wasser drin. Um ins Bett. Vergiss es, ich kann ihn überhaupt nicht annehmen. Ich will keinen Grog nachfüllen. Ich kann gar nicht annehmen hier. Wie? Du kannst nicht ins Bett? Nö. Dann leg durch meinen. Ach, ich war zu weit weg. Ich habe mich nicht so weit rangetraut an den Typen. Besser nicht. So. So. Okay. Was denn? Ah, jetzt. Ja, du musst wieder F drücken, damit du rauskommst. Ja, ich muss ziemlich nah ran. Oh. Ach, hast du jetzt hingekriegt, ja? Ja. Okay, also hast du noch nicht gepennt. Nee, es geht nicht, wenn du da liegst. Wir können also nur im Wechsel pennen. Wie soll man das machen, dass es denn hell wird? Gute Frage. Müssen wir durchziehen. Ich muss noch ein zweites Bett geben. Ja, eigentlich schon, ne? Aber wir haben nur eins. Du, ne? Ja, jetzt kannst du nicht annehmen, ja. Richtig? Ne. So. Merkwürdig, oder? Ja, das ist, wenn ich gerne wüsste, ob man hier oben vielleicht nochmal schlafen kann, aber eigentlich, nö. Wüsste jetzt nicht, wie irgendwo. Da hätte ich jetzt auch keine Idee, aber ich drück mal. Moment, bleib mal liegen. Leg dich mal wieder hin. Mhm. Wir haben ja noch das Y und da das Schlafsymbol. Mal gucken, ob das hilft. Mhm.
Nö. Auch nicht? Nicht. Ist wohl nur in Motion. Schade. Also wenn du alleine drinne bist, dann funktioniert's. Dann geht wirklich die Zeit rum. Ja. Na gut. Na gut, kann man also abwechselnd pennen. Jo, auch schön. Auch eine schöne Sache. Ansonsten, ja, was haben wir denn hier überhaupt? Also, Proviantfass. Na, gucken wir doch mal rein. Nix. Doch, eine Banane. 8 Stück. Nee. Nein. Hä? Okay. So, dann öffnen wir das hier auch nochmal. Ach so, das war ja das Holzfass. Ah! So, jetzt wird's. Was haben wir hier? Ausrüstungstruhe. Na, gucken wir doch da mal rein. Ja, im Prinzip das, was ich sowieso dabei habe. Zurzeit. Was haben wir da? Kosmetiktruhe. Mhm. Oh, da kannst du dich die ganze Zeit designen und sowas. Also richtig hübsch machen. Ja, also richtig hübsch wird die sowieso nicht. Das kannst du geschmeidig vergessen. Ja, das machen wir einfach. Klar. Ich nehme jetzt einfach das hier. Nee. Also wirklich schöner wird die auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal klar. Ja, stimme ich zu. Das war schon das Beste, was ich gefunden habe. Aber es gibt ja genug rum, also von daher. So, welche Farbe nehmen wir? Ach, kommt, schwarz. Schwarz ist eine gute Sache. So. Unterwäsche. Mal die Kanonen. Ja. Nein! Das wollte ich nicht. Nein! Ich nehme schwarz wieder. Obwohl, doch, das sah gar nicht schlecht aus. Wenn man das so im Ganzen betrachtet. Klar. Machen wir. Was ist das? Seefahrer, für jene, die nicht an Titel glauben oder sich erst einen Namen machen müssen. Okay. Schiffbrüchiger des antiken Goldes. Auszeichnung der Stufe 1 in Season 5 erreicht. Okay, also hier sind unsere Auszeichnungen. Und Tattoos und weiß ich was. Wollen wir mal gucken, was wir hier so haben. Ja, mit Tattoos und so weiter, ich würde sagen, da können wir uns auch später mal mit beschäftigen. Aber ich gucke mal ganz schnell durch hier. Okay, Unterarme. Ja. Auch eine hübsche Sache. Also das Mädel da kann irgendwie nichts mehr verschandeln. Da könnt ihr machen, was er wollt. Komm. Los. Feige ist. Na gut, dann nicht. Au. Ups. Ja, wird das jetzt ausgewählt? Ja oder nein? Glaube ja. Brauchen immer so lange brauchen. Ahaha. Witzig. So. Gegenstand ausrüsten. Ach so. Nö, schließen. So, was machst du schon wieder? Ich fülle das Wasser. Dann benutzen wir doch mal das Wasserfass, wenn wir schon haben. Wie jetzt? Oh, ich check das auch nicht. Irgendwie kann man es nur füllen. Okay. So, irgendwie seltsam. Aber immer wenn wir etwas benutzen mit derselben Taste, kommen wir dann erst wieder raus. Und das wird uns nicht angezeigt. Das ist schade. Das ist sehr schade. Man sich was schnell dran. Ja, geht. Muss ich sagen. Ja, also für die Anfänger ist das ein bisschen kompliziert gemacht. Aber es geht, wie gesagt. Ja. Muss ja. So, von der Sache an sich, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ankerlichten. Oh. Und ich komme mit.
damit es schneller geht. Jo. Rülle, 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 rülle. Okay. Dann setzen wir doch mal Segel. Aber wir setzen... Ja, wir haben ja nur eins. Gut. Sehr schön. Ja, das hängt auch nicht so tief. Da sieht man wenigstens ein bisschen was. Du hast auch ans Steuer. Hätte ich sowieso gemacht. So, Südwest, Südwest. Nein, Südwest ist nicht gut. Wir... Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe von der Karte her, müssen wir eher Richtung... Oh! Nachricht von Larina erhalten. Ja, habe ich vorhin auch bekommen, aber ich konnte sie jetzt nirgendwo abrufen. Ja. Ich versuche da mal durch den Spalt durchzukommen. Nein, tue ich nicht. Ja, mir ist schon das Herz stehen geblieben. Warum? Oh, schick gemacht. Richtig klasse. Naja, ich erinnere mich immer noch an deine Probelandung, beziehungsweise dein versuchtes Einfahren. Ja und? Sei mal nicht das so zimperlich. Nicht so. Sei nicht so zimperlich. Du hast mein Schiff kaputt gemacht. Hab ich gar nicht. Hab ich gar nicht. Ja, guck mal da. Also leicht ist es nicht, das Ding hier zu steuern, das sage ich so. Wie es ist. Oh, ist das ein Schiff, ne? Naja. Oder rechts, da haben wir eine Insel. Ja, ist das auch die Insel, wo wir hinwollen? Guck mal unten auf der Karte. Ich sehe jetzt auch stehen. Ja, los. Bewege dich, Matrose. Los. Nee, du steuerst auf die große. Du musst mir schon sagen, welche Richtung. Kompass. Ja. Du musst nach Nordwest. Ein kleines Stück. Okay. Ja, das ist die Insel hier vorne, die du siehst. Ja, soll das echt schon die sein? Ja. Und geh mal schnell. Lost Goldford. So, dann würde ich aber auch sagen... Ich ziehe schon mal ein bisschen das Segel rein hier. Bye. Bevor wir zu schnell sind. Ach, du bist schon dran. Gut. Okay, Segel komplett hoch. Anker. Ah, nee. Das wäre noch ein bisschen früh, glaube ich. Ein bisschen näher ran würde noch, würde schon gehen. Ja, kriegen wir hin. Nicht, dass wir von Haie gefressen werden. Du bist aber auch zimperlich, ey. Kleine Mimose. Du willst mich wieder zuerst springen, dann werde ich gefressen und du nicht. Das ist schon unfair. Okay, ich lasse mal ein Segel ein bisschen runter. Ja. Nur ein halbes Segel setzen, sehr gut. Dann fahren wir doch einmal um die Insel rum. Das ist auch eine Idee. Jo. Oder hier links? Na. Was? Doch. Ja, das sieht echt cool aus hier. Nein. Fahr doch jetzt hier rum. Jo. Da ist ja bannig was los. Oh, was ist denn das? Oben ist ein Schiff in den Wolken. Siehst du das? Ja, das sieht aus, als könnte ein Sturm sein. Also, wie, wir sind schon einmal rum? Ja, es hat nicht so groß hier im Sinne. Nee, das ist ein anderer Turm. Los, Anker setzen. Anker geht. Gut. Boah. Okay, diesmal hat es besser funktioniert. Rechtzeitig den Anker setzen, das macht Sinn. Okay. Hip. Ja. Ja, nicht wundern, wenn jetzt bei uns hier schon bei den Infos steht, dass wir schon was betreten haben. Wir haben das Spiel natürlich schon angetestet. Ja, aber nur angetestet. Also ohne... ohne wirkliche Erfahrung hier zu haben. Ja. Schön sieht das hier aus. Schön, muss ich sagen. Ja. Schön. Und wie findest du es hier? Schön. Und denk dran, geh an die ganzen Kisten ran.
Also die Fässer, hast du gesagt? Und nimm dir Essen und Kugeln immer raus. Verdammt, ich komme da nicht hoch. Wir werden es brauchen. Und rausspringen geht nicht. Ach, wäre schon wieder. Was denn? Ob sich klar da unten? Geht so. Komm, ruf Mädel. Ja, ist ein bisschen schwierig hier hochzukommen. So. Ah. Ja, dann gehst du halt hier rum. Ach komm, ich schwimme ein bisschen nach da. Glaube, no, da hinten ist was Besseres. Also wir sollten zusammen sein, wenn hier Gegner sind und so, ne? Ja, ja. Nur so am Rande. Irgendwie. Versuchen wir es mal hier. Na, komm. So ein kleines Ding hier und ich komme da nicht hoch. Ernsthaft? Ah, doch, jetzt. Gut, liebe Zuschauer, ich gehe meinen Weg. Ihr geht seinen. Ja. So viel zum Kodex. So ein Arsch, ey. Du bist der Arsch, weil du bist der Mann und du gehst woanders lang. Ich bin da hochgekommen, stell dich halt an. Ich bin eben gerade nicht hochgekommen. Sieh mal an. Liegt am Alter. Haben wir schon? Aber bist du auf einen anderen Stein geklettert wie ich oder was? Ich bin da kurz ein bisschen rumgeschwommen. Was? Kurz ein bisschen rum. Ich komm nochmal zu dir. Muss auch möglich sein, hier vernünftig rauszukommen, Mensch. Mann, Mann, Mann. Ja, hier bist du richtig. Na, also, klappt doch. Mann. Wunderbar. Jo. Schönes Mädchen. Naja, ja, gut, schön jetzt nicht, aber... nicht wirklich, nicht Mädchen. Wirklich. Hey, meine Jane. Vorsichtig. Vorsichtig. Babsi und Bubsi. So. Okay, super. Ja, wir haben also schon mal die Insel erreicht. Okay. Wie bitte? Ich wollte gerade fahren, links oder geradeaus. Okay. Schon entschieden. Schon entschieden. So, und eine genauere Inselerkundung, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Also Leute, bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.